Am 14. Februar 2010 wird im Fleckenlangwedel ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten treten im Rennen um die Nachfolge von Andreas Mattfeld an. Wir als Junge Union im Landkreis Verden unterstützen Jens Warntke, der bereits seit fast 10 Jahren im Gemeinderat tätig ist und seit 2009 auch als Vorsitzender die CDU-Fraktion führt. Wir haben den 43-jährigen Familienvater in Langwedel getroffen. So, Jens, was qualifiziert dich eigentlich für das Amt des Bürgermeisters? Das würde mich persönlich jetzt mal interessieren. Also ich glaube schon, dass ich durch meine mittlerweile 19-jährige kommunalpolitische Erfahrung durchaus in der Lage bin, dieses Amt auszufüllen. Und es ist ja nicht nur das Repräsentieren, sondern eben in erster Linie auch das Führen der Verwaltung. Und ich bin in meiner jetzigen beruflichen Tätigkeit schon in der Verantwortung für 25 Mitarbeiter und ich traue mir eben durchaus auch zu, die Gemeindeverwaltung hier vernünftig zu leiten und zu führen. Und die Themen sind mir eben durch meine Arbeit in der Kommunalpolitik durchaus bekannt. Ja, ich denke, dass mich das auszeichnet, auch so eine Verwaltung zu leiten.